Today I'm going to catch a beautiful, strong German man. Sie merken, die Stimmung ist fantastisch, könnte nicht besser sein. Und ich muss mal sagen, das ist doch kein Sommerwetter, oder? Ich weiß nicht, wo in Deutschland Sie uns sehen, aber man kommt ja, also langsam werde ich aber böse auf Petrus. Das war doch heute, und ich habe das bayerische Fernsehen heute beobachtet, kurz vor Beginn unserer Sendung, und ich habe den Satz gehört, und heute ist Johannistag. Ja, schauen Sie ruhig mal in Ihrem Kalender nach, heute ist Johannistag. Und wie heißt die Bauernregel? Regnet's am Johannistag, regnet's auch noch 14 Tag. Das ist doch kein Wetter, aber es macht nichts, denn wir haben es schön trocken, wir haben es gemütlich und wir haben sensationelle Gäste und wir haben Themen. Da würde es mich nicht wundern, wenn der eine oder andere heute gar nicht mehr in den Schlaf findet. Ein Thema heißt Brigitte Nielsen. Eine sehr enge Freundin unserer Show, eine atemberaubend enge Freundin unserer Show, hat sie von einem Scheich 1 Million Mark für eine Nacht voller Liebe bekommen? Wir wissen es nicht, aber wir sagen Ihnen die ganze Wahrheit. Zweite Frage, und das ist ein Thema, das mir sozusagen fast, würde ich sagen, aus dem Herzen spricht und rutscht uns das Herz nicht manchmal in die Hose. Das Thema heißt, wissenschaftlich, hieb- und stichfest, auch Männer können Orgasmus vortäuschen. Ja! Es ist wahr. Mehr dazu nachher exklusiv. Auch von mir, aus meinem aufregenden Privatleben. Und sensationell, liebe Börsenfreunde, Deutschlands profitabelster Sender, der Sender, wo Kohle macht, dass es nur so knallt. Pro7 geht an die Börse, und wenn Sie noch schwanken, kaufe ich die Aktie oder nicht, ich biete heute Abend eine sensationelle Wette an. Das alles, da können Sie noch mal drüber nachdenken, auch ob Sie wetten wollen oder ob Sie sagen, Orgasmus vortäuschen, Fatih, stimmt das? Wir haben heute zu Gast das älteste Model Deutschlands, wurde am Samstag 90 Jahre alt. Und wenn Sie die Dame nachher sehen, werden Sie sagen, das gibt es doch nicht. Doch, bei uns zu Gast Emmy Hagenmeier, meine Damen und Herren. Wir haben einen bezaubernden, charmanten Frauenliebling. Ein hinreißender Komödiant, fabelhafter Schauspieler. Seine Serie Ein Mann steht seine Frau, wieder sehr erfolgreich im Programm hier bei Sat 1, Helmut Zell bei uns zu Gast. Und aus Amerika. Und die Plakate von ihr wurden aus den Schaukästen gerissen, geklaut. Nachts bei uns zu Gast, fit wie nie, Anna Nicole Smith. Ja. Das sind heute drei Gäste und ein Traum für mich und auch für Sie. Der Rekord internationales deutschen Fußballs. Zurzeit im Urlaub in Australien. Er wurde auf einer Insel vor Australien gesehen. Ja, Lothar Matthäus macht von sich reden. Es scheint so, als sei diese großartige Verbindung zum FC Bayern München, seinem aktuellen Verein, zerbrochen. Lothar Matthäus wird heute zitiert mit dem Satz, ich bin doch nicht der Depp des FC Bayern. Nein, Lothar. Nein, das glauben wir auch nicht. Und wir sagen, Lothar, wenn man dich bei den Bayern so rausekelt, komm doch einfach hierher zu uns, da kannst du wieder Kapitän werden, oder? Lothar Matthäus, der Kapitän unserer Show. Franz Beckenbauer, der Präsident des FC Bayern, wird zitiert mit dem Satz, es ist Unfug, mit 36, so alt ist Lothar Matthäus, noch einmal den Verein zu wechseln. Denn der neueste Verein, bei dem Lothar Matthäus angeblich anheuern will, ist der Hamburger Sportverein, der HSV, ein Topverein im Norden. Mit einem Weltklasse-Präsidenten Uwe Seeler. Da sorgt schon seine Frau dafür. Und Franz sagt, es ist Unfug, mit 36 den Verein zu wechseln. Niemand weiß es besser als er, denn Franz selber hat sich ja mit 35 auch noch mal ein Jahr lang beim HSV blamiert. Damals, Sie wissen, in der guten alten Zeit. Andererseits muss man wieder sagen,
wer den HSV aktuell kennt, der muss sagen, ja, selbst Lodda ist da eine Verstärkung. Es läuft ja. Es läuft ja voll beim HSV. Aber es kann auch besser laufen. Und es gäbe auch, was den Dialekt angeht, einige Umstellungen beim HSV. Es hieß dann wieder, doch, mein Dern, an der Waterkant. An der Waterkant. Ich bin schon ganz aufgeregt nachher wegen meiner tollen Wette mit der Pro7-Aktie. Das wird so Wahnsinn. Die Pro7-Aktie, ein solcher Knaller. Und ich sag Ihnen, welche Aktien nicht nur so, sondern so nach oben gehen. Es ist unglaublich, welche Sender demnächst an die Börse gehen. Sie brauchen nicht gleich so reich zu sein wie ein Scheich, um Aktien zu kaufen, aber es kann helfen. Brigitte Nielsen, ex-Mr. Loan, war aber oft bei uns zu Gast und heute mussten wir lesen, angeblich hat ihr ein Scheich 1 Million geboten und bezahlt für eine Nacht. Da, wenn das so wäre, müssten wir sagen, Hut ab, für 1 Million braucht Verona Feldbusch 10 Nächte. Ja. Letzte Woche bei uns zu Gast, sieht fantastisch aus. Verona Feldbusch, zurzeit auf Ibiza. Und sie dreht auf Ibiza ein Video, wie sie uns anvertraut hat, mit einem kubanischen Model. Mehr darüber demnächst hier bei uns. 1 Million Mark für eine Nacht, ich habe mal nachgerechnet, das sind im Grunde Geld für 12 neue Brüste. Silikon plus implantieren. Und ich könnte Ihnen auch Namen sagen, bei denen Brigitte Nielsen selbst für 2 Millionen Mark Nein gesagt hat pro Nacht. Aber wir wollen da nicht weiter drauf rumreiten. Helmut. Eine sensationelle Nachricht. Eine sensationelle Nachricht. Ich bin froh, dass es endlich geoutet wurde, denn ich selber habe es nie bestritten. Ja, jeder zweite Mann hat schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht. Wir sollten uns nicht im sexuellen Bereich diesem Druck unterwerfen, der uns auch von den Medien aufgezwängt wird. Jeder zweite Mann hat schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht und viele Frauen sagen, einen was? Jeder zweite Mann, ich sag's gerne nochmal, hat schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht und zwar meistens den der Frau. Ja. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich häufig beim Orgasmus den Sex vorgetäuscht habe. Ja. Das war mir auch neu. Und ich gebe es ehrlich zu. Sie wissen, wir sind auch deshalb befreundet, meine Damen und Herren, weil ich nie ein Geheimnis aus meiner Intimsphäre gemacht habe. Es gab eine konkrete Situation, da habe ich den Orgasmus bewusst vorgetäuscht. Und das war wirklich, als die Partnerin zu mir sagte, komm noch einmal, dann ist das Dutzend voll. Der vorgetäuschte Orgasmus ist häufig die zweite Lüge nach dem Satz, ich dich auch. Ja. Und es geht noch weiter. Es geht noch weiter mit dem Outing. Demnächst kann man mit Männern rechnen, die gestehen, du hör mal, ich kann nicht rückwärts einparken. So mutig sind Männer mittlerweile. Ja? Ein ideales Training, wenn sie bisher sich abgerackert haben oder irgendwie schweißgebadet vor dem Nachttisch zusammengebrochen sind oder so. Sie können das üben. Einfach zum Zahnarzt. Keine Betäubung bitte. Ja, rein in den Sessel und dann Wurzelbehandlung machen lassen. Aha. Ah. 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 Das ist ja, muss ja glaubhaft sein. Aha. Da fällt mir dieser schöne Witz ein, mit dem ich damals beim WDR die Aufnahmeprüfung bestanden habe. Sag mal, ja? Schreit deine Frau auch so, wenn sie kommt? Nö, wir haben eine Klingel. Das war schön, aber es war WDR. Ich wurde genommen.
Und Prinz Willem Alexander der Niederlande. Sieht ein bisschen aus wie Stefan Effenberg nach einer Weizenbierkur. Prinz Willem Alexander der Niederlande war in Ungarn. Die beiden temperamentvollen Völker besuchen sich regelmäßig gegenseitig. Und es ist zu einer unschönen Szene in einer Diskothek gekommen. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe gelesen, ich hoffe, es stimmt nicht, es soll zu einer Schlägerei gekommen sein zwischen Prinz Willem Alexander, Spitzname Pilzje, so wird er liebevoll genannt, Pilzje, ja, und deutschen Touristen in einer Disco. Es ist nichts passiert, ihm haben, glaube ich, die Deutschen nur zwei Zacken aus der Krone gebrochen. Und Pilzje wurde aber von seinen Leibwächtern sozusagen zurückgehalten. Andere haben gesagt, es ging in dieser Disco gar nicht um Mädchen, sondern Prinz Pilzje Alexander wurde sozusagen angerempelt, als er versucht hat, seinen Campingklappstuhl auf die Discofläche zu stellen. Man muss natürlich sagen, und das haben Ohrenzeugen in der Disco gehört. Prinz Willem soll zumindest drei ungarischen Joi-Joi-Mamas gesagt haben: Hey, super, ihr seht ja wirklich alle aus wie Marika Dück. Ich weiß es nicht. Meine Damen und Herren, was ist nicht alles in den letzten Wochen über unsere Börse gesprochen worden? Und Sie wissen ja, es knallt an unseren Börsen. Häufig haben Ihre Bankangestellten gar keine Zeit, Ihnen zu sagen, kaufen Sie doch mal was an der Börse, sondern Sie sagen in aller Hektik, ach, geben Sie es uns, wir legen das für 3% an, 10 Jahre. An den Börsen können Sie Geld verdienen, das glauben Sie gar nicht. Aber sowas von Geld. Sie müssen natürlich vorher schon welches haben. Ja? Und wir als Verbrauchersendung wollen Ihnen sagen, kaufen Sie doch ruhig mal Aktien, kaufen Sie schöne deutsche Aktien wie Lufthansa oder Preussack oder Siemens oder VW oder IBM. Nein, das ist ja amerikanisch, aber das knallt so nach oben, da können Sie teilweise in den letzten, nehmen wir an, Sie haben in den letzten Monaten für 10 Millionen Mark Lufthansa-Aktien gekauft. Ja? Da haben Sie heute locker 11.250.000 Mark. Und das gibt es auf keiner Sparkasse bei Ihnen um die Ecke. Ja, das erfahren Sie nur bei uns. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt geht der tolle Fernsehsender Pro7 an die Börse. Da sagen wir zu Ihnen, schauen Sie sich mal diese Aktie genau an. Und neu bei uns, immer wenn es etwas Tolles, Neues in Zukunft gibt, ist diese tolle Einrichtung. Ja, Sie wissen die Tradition der Wette. Die letzte berühmte Wette war Lothar Matthäus gegen Uli Hoeneß, dass Klinsmann keine 15 Tore schießt. Lothar hat 10.000 Mark gesetzt und Uli Hoeneß, er kommt aus Ulm in Schwaben, 5.000 dagegen. Da haben wir uns gedacht, das ist doch eine tolle Idee. Das ist mein persönlicher Wetteinsatz. Wetteinheit, ein Lothar, 10.000 Mark, meine Damen und Herren. Und ich fordere heute auf zu einer sympathischen Wette den jungen, dynamischen, erfolgreichen Chef von Pro7, Herrn Georg Kofler. Das ist der Chef von Pro7 und ich würde sagen, wir alle sind der Meinung, Pro7, das wird die super Knaller-Aktie. Aber vielleicht gibt es Aktien, die ich Ihnen gerade genannt habe, die noch mehr knallen. Und ich sage, gut, das ist mein Wetteinsatz. Ich wette, dass die Pro7-Aktie nach Ablauf der Spekulationsfrist von 6 Monaten nicht mehr als 15% gegenüber dem Ausgabepreis zulegen wird. Wettsumme, mein Einsatz, ein Lodder. Ja? Oder 10.000 Mark. Unterschriften unten. Und Herr Kofler, der Chef von Pro7, kann dagegenhalten. Sein Wetteinsatz, ein Uli Hoeneß. Ein Hoeneß. In Worten, ein Hoeneß. 5.000 Mark dagegen. Wir unterschreiben das hier unten und Herr Kofler schaut die Sendung jeden Abend. Und wir sind auf die Idee gekommen, weil er hat einen tollen Satz gesagt. Er hat gesagt, Pro7 steht an der Biegung des Flusses und wartet, was noch so alles vorbeigeschwemmt wird. Und er konnte nicht wissen, dass wir die Ersten sind, die schon vorbeigeschwemmt waren, die nochmal stromaufwärts geschwungen sind. Ja? 10.000 Mark, ein Lotter gegen 5.000 Mark. Und ich bin überzeugt, wir werden vielleicht noch heute von Herrn Kofler hören. Ansonsten informieren Sie morgen über den Stand der Wette und wir werden das in Zukunft häufiger machen mit Haralds Wettbüro.
Ein toller Einsatz, bei dem wir immer wieder überraschende Leistungsträger aus der Wirtschaft einladen, sich hier bei uns zu beteiligen. Und ProSieben ist bei weitem nicht der einzige Sender, der an die Börse geht. Einer, im Grunde mein persönlicher Lieblingssender, meine Damen und Herren, der Sender unserer türkischen Mitbürger, TRT, bereitet seinen Börsengang vor. Ja, auch diese Aktie geht so nach oben. Und damit Sie sich informieren können, wie erfolgreich TRT ist, der offizielle Werbespot. TRT, der freche Türkensender, setzt den Trend. Erfrischend neu, erfrischend anders. Mega-Action, heiße Programme. Zum Beispiel TRT Sümstück nücht. Schräge Comedy für Kichererbsen. Da fliegt der Knoblauch aus der Pfanne. Oder Talk im Bazar. Informationen zwischen Falschen und Backschisch. Der Quotenhit auf TRT. Das Ühnesürk-Theater mit der fulminanten Heidi Kübel begeistert Millionen. Und natürlich Mücknüm, die Spitzenserie vom Bosporus. TRT, der Sender, bei dem die Weltstars zu Hause sind. Zum Beispiel Dürrück, Büschi Glüß, Hürrel Schmidt, Dieter Bürgi und Rüd Rüllit. Und jetzt hat TRT den Döner gerochen. Wir gehen an die Börse und Sie gehen mit. Greifen Sie zu, die TRT-Aktie ist da. Der Preis ist noch offen, Falschen ist Ehrensache. Kaufen Sie die neue TRT-Aktie oder diesen herrlichen Wandteppich mit abgesetzter Randbeutel. Diesen Telefon vielleicht heute noch, Herr Kofler. 15% in einem halben Jahr, sage ich, für die ProSieben-Aktie und dann stopp. Und 15%, das ist ungefähr das Fünffache dessen, was Ihnen Ihre Bank im Jahr gibt. Fragen Sie mal morgen Ihren Bankvertrauten Ihrer Wahl. Und wenn er aus der Bewusstlosigkeit erwacht wird, dann sagen die, okay, bestellen Sie für mich 1 Million ProSieben-Aktien. Bitte? Sie waren am Wochenende in Kassel? Fantastisch, oder? Es ist ein Traum. Die Documenta in diesem Jahr, super. Spitze Essen, einwandfreies Wetter und natürlich eine Kunst. Und wir haben ein Kamerateam dort gehabt und wir haben gesagt, fangt uns nicht nur die Bilder ein und die Kunstwerke, sondern auch die Menschen, die davor stehen. Und wir möchten Sie rätselhaft in diese wunderbare Welt in Kassel einführen mit unserem Documenta ABC-Quiz. Schauen Sie. Hier diese junge Dame. Was sehen wir hier? A, schlechte Zähne. Oder B, einen gelben Star. Oder C, Fuji Vielmann. Ja, das war zur Einstimmung. Wenn Herr Kofler an, muss sofort durchstellen, bitte. Ja? So, das nächste Bild, nicht weniger faszinierend. Hier ein junger Mann. Was sehen wir? A. Karneval in Kassel. B. Kai Pflaume privat. Oder C. Hello, I love you. Noch eins. Ja, hier ist. Ist das in Tradition an Josef Beuys? A. Fettecki. Oder B. Stefan Kunst oder etwa C. Knochenmark. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Mein erster Gast heute Abend, eine atemberaubende Frau, ein Topmodel, eine Schauspielerin und eine Sängerin. Herzlich willkommen, Anna Nicole Smith. Als allererstes, Sie sehen fantastisch aus. Thank you. I feel wonderful and fabulous and all. Dankeschön. Es geht mir auch gut. Ich fühle mich wunderbar. Sind Sie zum ersten Mal hier in unserer wunderschönen Stadt, wo alles vom Hälse kütt, in Köln? Zum ersten Mal in Köln? You want me to answer that truthfully? Soll ich das wahrheitsgemäß beantworten? Ja, oder vielleicht? Yeah, okay. It's my first
Ja, ich bin zum ersten Mal in dieser Stadt und es ist eine wunderbare Stadt. Ich habe wirklich viel Spaß gehabt. Was haben Sie gemacht? Ein bisschen Shopping, ein bisschen Bummeln, ein bisschen den Dom angeschaut? Ja, ich habe mir den Dom angeguckt, diese große Kirche, wunderschön. Ich bin zum Fluss gegangen, bin über die Brücke gegangen, bin aber nicht reingesprungen. Not a little shopping, but und ich bin nicht ein kleines richtig. Bisschen einkaufen gegangen, sondern, naja, so mittel. The clothes here are very expensive. Die Kleider sind hier sehr teuer. Hauen die das, was man bei den Amis um die Hälfte kriegt, hier richtig drauf? Jeans und T-Shirts, was ist das Teure hier bei uns? Jeans and T-Shirts. Ja, Jeans und T-Shirts, genau. Und was haben, it's very expensive here. Ja. Das ist sehr teuer hier. It's like $150. Ungefähr 150 Dollar umgerechnet für ein paar Jeans. In America, I pay in Amerika 50 bucks. Zahle ich ungefähr 50 Dollar dafür. Every time I go to States, I buy suitcases, you know, in L.A. Sie sollten Deutsch sprechen. And ich kaufe Jeans und T-Shirt und finanziere meine Reise damit. In Amerika, I buy Jeans. Much cheaper. But yeah. What you didn't know is that your show's going to reimburse me. Im Moment ist es ja so, dass ich bezahlt würde hier für Ihre Show. Ja, aber ich meine trotzdem, da geht ja noch die Ausländersteuer weg und so weiter. Und Sie haben eine unglaublich, you have a breathtaking Figur. Absolut atemberaubend. Und viele sagen, wie kann man so weiblich aussehen? So mit so tollen Kurven, ja, und trotzdem so schlank, so fit. Haben Sie ein Geheimnis? Yes. Ja. I do, but it's very sweaty. Ja, ich habe ein Geheimnis, aber I don't know if I can talk about it. Das verrate ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich im Fernsehen darüber reden kann. Wirklich? Oh, I have to know one question. Ich muss eine Frage kennen. Tell me how. Does a man fake an orgasm? Sagen Sie mir, wie kann ein Mann einen Orgasmus vortäuschen? Es ist bitte. Ja, in the sound is very important. Yeah, but you got sound. Yeah. Natürlich. Sie hören die Geräusche. Und da gibt's ja noch was anderes. Very hard to trick a woman. Es ist sehr schwierig, eine Frau reinzulegen. Würden, wenn Sie, meinst du, Honey. I have to see the stuff. Nein, ich muss dieses Zeugs da sehen. Got to see it. Ich muss das sehen. Ach so. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Technik, aber man sagt, dass viele Frauen, sie würden das merken, wenn ein Mann den Orgasmus vortäuscht. Absolutely. Absolut, auf jeden Fall. Sind Sie trotz aller Hingabe noch so, wie soll ich sagen, gefühlsecht, dass Sie das dem Mann ansehen? Ich meine, er verdreht die Augen, die Dollarzeichen kippen nach hinten I know. Ja. Ich weiß es. Ich kenne die unterschiedlichen Zeichen und Geräusche. Ich habe hier viel Übung. Ich weiß es einfach. Ich hau ihm einfach auf die Schulter und sag jetzt und nicht vortäuschen. Wirklich, auf jetzt, Kommando. Lass uns spielen. Ja. Stehen Sie, Sie sind Texanerin. Yes. Ja. Stehen Sie mehr auf Softies, auf Männer, die diskutieren, oder auf Tiere, auf Stiere, auf men who behave like animals. What do you prefer? Animals. Tiere. Wirklich? Yes. Und merken Sie, ob einer wirklich ein Tier ist oder ob er nur auf Tier macht? You know. Well, sometimes they try to fake it, but ja, manchmal machen sie auf Tier, aber dann bringe ich sie schon wieder in Form. Yes. Muss man einfach. Muss man einfach, sonst Wenn ich das so höre, ist es häufiger so, dass Männer sozusagen bei Ihnen nach der Liebe
in den Schlaf fallen in Ihren Armen? Oder kriechen Sie mit weißer Fahne von der Matte? Wow. Ich kann sie nicht mal aufwecken. Wirklich? Ich sage mehr, mehr und die schnarchen. Sind denn alle Frauen? Hat man da nicht das Gefühl, dass man dann plötzlich irgendwie ja, sehr einsam wird als Frau? Das ist doch, wenn sich das rumspricht, sind alle Frauen in Texas so? Is this the way girls are in Texas? I don't know them all. Das weiß ich nicht, ich kenne sie ja nicht alle. Aber man spricht ja unter Freundinnen drüber so, hey, honey, diesen Typ neulich. I never speak until. Nein, das mache ich nie. Nein. Only on your show. Ich tratsche nicht, nur ask hier bei Ihnen in der Show. Fragen Sie mich alles. Morgen gehen Sie nach Paris. Ja? Yeah? Is it true you're going to Paris tomorrow? Yes. Und Sie nehmen eine Platte auf? I'm going to do a video. Ja, ich mache ein Video. Das ist mein erstes Lied, meine erste Single. Ich versuche zu singen. Und ich werde das Video für dieses Lied machen. Wie heißt der Song? What the title of the song? My heart belongs to my daddy. Oh. My heart belongs to daddy. My heart belongs to daddy. Das ist das? Marilyn Monroe? That's a remake, but it's a 1990s Ja, es ist ein Remake, aber es ist eine 90er-Version, ein bisschen kubanisch, like schneller. Kubanisch. So wie die Tiere. Ja, Canicle way of music. Ja. Ja, genau. Manchmal muss man sich benehmen wie ein Kaninchen. Ist Marilyn Monroe ein Idol für Sie? Absolut. Ja. Genau. Mit allem, auch politisch, Ihre Nähe zu den, zur Demokratischen Partei. Ich wollte Ihnen eigentlich alles erzählen, aber ich habe es mir jetzt anders überlegt. Verstehe. Ja. Ich weiß gar nichts. Ich verstehe. Das ist auch der amerikanische US-Präsident und so weiter. Close friend of ours. Wir haben hier etwas für Sie. I never met him before, I swear. Ja, ich hab ihn vorher nie getroffen. Ja. Das ist eine Lüge. Ja. Absolut eine Wirklich? Lüge. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Hat man das behauptet? Ja. No. Oh. Ups. My mouth always gets me in trouble. Oh, mein großer Mund bringt mich immer in Schwierigkeiten. Das sagen viele Frauen von Clinton. Ja. Wir haben hier für Sie ein Pferd. Yeah. You have a beautiful horse. No, you're wonderful. Wir haben hier ein Pferd für Sie. Können Sie reiten? Yes. Und vielleicht würden Sie mal für uns hier, nachdem Sie hier so fabelhaft auch gezeigt haben, was ein Mann, der ein Girl aus Texas erobern will, zu bringen hat, uns vielleicht zeigen, wie eine texanische Frau reitet. Fantastisch, sind original amerikanische, these boots are original? I'll try. Yeah. These boots are made for walking. These boots are made for walking. Und genau das mache ich jetzt auch. Das ist das Pferd. Hey, Moment. Oh, wir müssen erst aufpumpen. Ja. I need it pumped up really big. Ja. Ja. Das muss wirklich aufgepumpt werden. Go. Mehr und mehr. Ich mache vielleicht ein. More. Ja. Es ist. Now it's okay. And, nice socks. My socks are new. And Very nice. It's okay now. Sehr hübsch die Socken. Yeah. Yeah, it's okay. Really? I don't want to hurt you. May I help you? Absolutely. Okay. Okay. Yeah. If I fall off, though, don't catch me. I know. Wenn ich runterfange, fangen Sie mich nicht auf. Nein, das ich möchte hier so ein bisschen darauf rauf und Anna runter hüpfen. Nicole Smith auf. Bill. Not fast enough. Schneller. Kann ein bisschen schneller gehen, aber. You like this it? Very exciting. You know, das ist aufregend. Das erinnert mich an Texas. But it's not animal enough for me. Aber es ist kein Tier. Ist nichts für mich. Ja, aber es sieht absolut fantastisch. Still a little bit faster, or is it okay? Take faster. Schneller bitte für Anna Nicole. Schneller.
brauche mehr. Okay. So, absolutely wonderful. Thank you very much for being here. All right. Great, great pleasure. Thanks for having me. Meine Damen und Herren, Anna Nicole Smith. All right, see you guys. Das ist Texas, dieser große Staat im Süden der USA. Und das hier ist die Platte My Heart Belongs to Daddy. Mein Herz gehört nur Fati. Ich freue mich sehr, jetzt einen Gast begrüßen zu dürfen, den ich gleich fragen muss, was er von dieser wirklich Atem... Das Tuch kann man ja morgen noch mal verwenden. Ja, wir sind nicht so reich wie Pro7, meine Damen und Herren. Ja. Und der eine Frau gespielt hat, unser nächster Gast, in einer Serie, die so erfolgreich war in Sat.1, dass sie jetzt weitergeht. Eine Frau steht ihren Mann. Herzlich willkommen, Helmut Zirl. Ja, geht's? Vorsicht! Oh! Oh, oh! Ist nicht so einfach, ne? Hi! Helmut! Harald! Grüß dich, bitte nimm Platz! Ein kleines Souvenir für dich, ein paar Ohrenwärmer. Weil die Serie ist abgedreht und ich denke, das geht auch jetzt erstmal nicht weiter. Ja? Das ist die Serie. Ein Mann steht seine Frau, du hast gerade gesagt, eine Frau steht ihren Mann. Eine Frau steht ihren Mann? Das war aber noch unter der Nachwirkung von unserem Gast aus Texas, oder? Ich denke auch. Kannst du das verstehen? Ich kann es verstehen, ja. Was sagst du zu Frauen mit derartigen Maßen, Helmut? Was willst du jetzt hören? Dass du sagst, ich bin mit Dolly Dollar verheiratet. Ja, zum Beispiel. Ja, aber faszinierend, oder? Ja, ich bin auch immer wieder neu. Also nicht nur das, sondern... ungeheuer sympathisch. Wie war das für dich? Bleiben da irgendwie, sage ich mal, Restwirkungen, wenn man so lange eine Frau gespielt hat? Wie lange bist du denn auf Stöckelschuhen jetzt unterwegs gewesen? Ich meine, für die Rolle. Im letzten Jahr 7 Monate und jetzt wieder 3 Monate. Es bleiben so ein paar Sachen natürlich. Also ich denke, das gibt sich allmählich. Die Haare wachsen allmählich. Ne? Auf der Brust musste ich mir alle wegrasieren lassen. Ja. Hier auch und so, weil diese Kleider hatten Dekolletés. War klasse. Ich bin froh, dass es zu Ende ist. Und ich denke, das hat sich jetzt auch damit erledigt. Ja? Wie haben denn deine Kinder reagiert? Du hast 3 Söhne? Richtig. Ja? Und haben die dich mal so gesehen? Waren die mal bei den Drehs dabei? Oder haben die noch Nagellack an dir gesehen, wenn du nach Hause gekommen bist? Die haben mich beobachtet, wenn ich geübt habe, auf diesen Dingern, auf diesen Stöckelschuhen zu laufen. Das muss man üben. Ja. Sie haben das aber dann irgendwann zur Kenntnis genommen und ich kam auf Stöckelschuhen, ich kam in Röcken, ich kam irgendwie wirklich in totaler Montur und die haben mir nur gesagt, da kommt Papi wieder. Ja. Das war das Normalste von der Welt. Wirklich? Ja, ja. Bist du mit denen, sind das so eher ruhige Kinder, die schon ab Mittag sich ein Buch nehmen und lesen? Oder sind es so kleine Racker wie der Papa? Ich würde sagen, es sind kleine Racker. Der Größte, der Alessio, der ist 14, der ist hier zur Abwechslung mal wieder versetzt worden in die 8. Klasse. Wirklich? Ja. Wie oft ist er mal hängen geblieben? Naja, im letzten Jahr ist er hängen geblieben. Ja gut, das kann man passieren. Wahrscheinlich konnte ihn auch der Lehrer nicht leiden, oder? Zweimal. Du bist 2-mal sitzen geblieben. Ja, das hast du ja letztes Mal erzählt, dass du bist auch eigentlich mehr oder weniger mal... Wiederhole ich schon. Nein, aber meine mehr oder weniger mal von der Schule geflogen, ne? Ja, das waren harte Zeiten. Und lass mich von den Kindern weiter erzählen. Ja. Das ist der Alter, der ist 5, das ist der Valentin. Ja? Zu dem komme ich gleich noch mal ganz kurz. Der Allerkleinste ist gerade 2 geworden. Der ist gerade in seiner Trotzphase. Ja. Der Leander, dass, wenn du ihm was zu essen gibst, dann kriegt er einen hysterischen Anfall und schreit. Wenn du sie wieder wegnimmst, das Gleiche. Also irgendwie ganz schwierig. Was macht ihr in so einem Fall? Dann? Ja, man lässt ihn in Ruhe. Man lässt ihn stehen. Nein, er nimmt es dann irgendwann. Aber der Valentin, das ist im Augenblick wirklich der Überraschendste, weil mit dem war ich beispielsweise vor einem halben Jahr in einem Baumarkt. Ja. Jetzt oute ich mich. Also, das ist Günther Jauch auch, der geht in den Baumarkt, der kennt die Preise auswendig. Na, ich oute mich. Das ist alle unsere Gäste und ist der viele so, kommen ja auch daher. Ich oute mich insofern, weil der Valentin, der hat da einfach was verbrochen. Ja, und jetzt wird der Besitzer des Baumarktes wahrscheinlich staunen.
Er war verschwunden. In diesem Baumarkt habe ich seit Jahren eingekauft. Ja. Mir ist nie aufgefallen, dass es dort eine obere Etage gibt. Ja. Ich hatte irgendeine Frage, der Verkäufer beantwortete sie und währenddessen war Valentin weg. Ich rief dann immer, Valentin, Valentin, und irgendwann kam von oben, hier, ja. Und ich denke, nanu, was ist denn da oben los? Eine Bäderausstellung. Es waren so Klos und Duschen und Badewannen und all sowas da, ja. Ja. Und er kam mir entgegen, es war sonst niemand da, hatte die Hosen unten und sagte, Hände waschen. Ja. Und dann kam natürlich die Frage, hast du etwa Kaka gemacht? Ja. Ja. Also, er hat sich die schönste der 12 Ausstellungstoiletten ausgesucht und da so ein. Aber das zeigt ja immerhin, dass ihr ihn nicht nur prima erzogen habt, sondern ja, dass er das auch kapiert hat. Denn er sagt ja, ja, Hände waschen. Ja. Wunderbar, ja. Und ich nehme an, der normale Baumarkt-Toilettenkäufer merkt es vielleicht nicht, sondern glaubt, es wäre ein normaler Ausstattungsgegenstand. Das also das muss ja gleich. Und bist du hingegangen und hast gesagt, entschuldigen Sie, mein Sohn hat gerade hier. Nee, ich habe ihm die Hosen hochgezogen und habe mit ihm fluchtartig das Geschäft verlassen. Also irgendwie habe ich nicht irgendwie da den Besitzer sprechen vielleicht wollen. Der Baumarkt ist so, das war der Sohn vom Zirl. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gehst du da öfters hin? Inzwischen nicht mehr so oft. Ja. Wie ist es denn? Ihr lebt auf dem Land? In der Nähe von Hamburg, ja. Ja? Und ja, da kriegt ihr das Landleben auch in vollen Zügen mit? Aber wie, ja. Ich bin dort aufgewachsen in dem Ort. Ach das so. Das heißt, die Leute kennen mich noch aus der Zeit, wo ich schlechter Schüler war. Ja? Ja. Und inzwischen haben die das akzeptiert. Der ist jetzt Schauspieler und es ist völlig normal. Es ist das Normalste von der Welt und das lebt sich darum so sehr angenehm in diesem Ort, ja. Und du hast doch deine Ruhe, die Leute kommen nicht da und sagen, erzähl. Völlig. Die kennen mich von so an. Das ja. Gewachsen. Jetzt bist du ja eigentlich fast so ein bisschen mit unserem lieben Sender liiert oder verbandelt. Ja, 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 ja. Die nächste Produktion ist auch wieder für Sat.1. Was ist das? Ich weiß es, aber ich weiß nicht, warum. Das hat mich unglaublich fasziniert, die Beschreibung. Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn wurde jetzt ein Psychothriller dann irgendwie in die Wege geleitet. Ja. Und ich spiele einen Mann, der an einer multiplen Krankheit leidet und sich an Taten, die er begeht, nicht mehr erinnern kann. Also es geht in Richtung Mord und so. Ist eine spannende Sache. Und du bist richtig ein mit. Oh ja, leicht so. Leicht. Wie ist es schwierig, dich da reinzufinden? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich bist du einer so. Man zieht es dir aber wahrscheinlich nicht an, oder? Der typische Sat.1-Psychopath sieht ja völlig normal aus. Ja. Also, das heißt, du wirst wahrscheinlich. Man wird erst am Ende des Films wissen, der Zirl war der Bösewicht, oder? Ich hoffe, dass es ja so wird. Also hast du schon angefangen zu drehen? Nein, das kommt erst im September, Oktober. Aha, da fangen erst die Dreharbeiten an. Helmut, das war ein fulminanter Einstieg von dir auf unserem Pferd. Ja, das war doch schwieriger, als ich gedacht habe. Ja, das ist nicht so einfach. Haben die da bei Mrs. Smith eben den Gang irgendwie runtergegangen? Also war das der gleiche Gang? Nee, Mrs. Smith hat ja massiv darauf hingewiesen, den Gang zu erhöhen, die Schlagzahl. Ah. Aber sie ist aus Texas und das sollte dich beruhigen. Waren das nicht andere Zusammenhänge jetzt mit der? Nee, das war hundertprozentig. Cool. Ja? Schönen Gruß an deine Frau und deine Kinder und sie sollen mit der Schule, ich meine, es ist wichtig, aber es ist nicht alles im Leben. Ja? Man kann schon mal hängen bleiben oder zweimal. Ich finde auch. Ja? Okay. Alles Gute, danke dir. Helmut Zirl. Normalerweise verrät man natürlich das Alter einer Dame nicht, aber im nächsten Fall darf ich das, weil sie werden sagen, boah, nee. Das gibt's doch nicht. Ja, schau dir das an. Unser nächster Gast ist das älteste Model der Welt. Sie hat am Samstag ihren 90. Geburtstag gefeiert. Herzlich willkommen, Emmy Hagenmeier. Frau Hagenmeier, das ist unfassbar. Ich bin immer restlos begeistert, wenn ich Menschen in diesem Alter sehe, die nicht nur, wo man sagt, naja, haben sich gut gehalten, sondern das ist unglaublich, das ist umwerfend. Ja, ich freue mich auch. Das ist auch ein großes Geschenk. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ich heute Abend bei Ihnen sein darf. Das ist schön, vielen Dank. Wollen Sie rauchen? Nein. Das ist nein. Staffage. Das ist Staffage. Ja, ja, angeben. Darf ich fragen, wie haben Sie gelebt? Haben Sie die Sachen auf sich zukommen lassen? Haben Sie Sport getrieben? Oder haben Sie gesagt, ich will 90 werden? Oder ist das einfach das Resultat, weil Sie mit sich selber im Reinen sind? Nein, ich habe es auf mich zukommen lassen.
Ich bin sehr positiv. Ja. Ich lebe gern und ich lebe normal. Das heißt, rauchen Sie? Nein. Nein. Trinken Gläschen? Ja, ja, auch manchmal zwei. Auch mal ein Likörchen? Nein. Nein. Nein, Rotwein. Rotwein. Ja. Das hört man ja häufig, das ja, soll ja, ja. Das absolut ideal sehr sein. Sehr zu empfehlen. Wie war denn Ihr 90. Geburtstag am Samstag? Traumhaft. Traumhaft. 7 Enkel, 6 Urenkel von meinem Bruder, die ganze Familie. Es waren über 40 nur enge Verwandte und dann sehr, sehr viele Freunde. Ja. Waren Sie in einem schönen Restaurant? Wo haben Sie gefeiert? Nein, wir haben ein wunderbares Zelt aufgebaut bei mir im Garten. Ja. Es war herrlich. Es war wie ein Pavillon. Und wie lange ging die Feier? Na, von 12 bis um 2. Von mittags 12 bis abends 12. Bis Mitternacht? Ja. Haben Sie um 8 gesagt, entschuldigt, ihr Lieben? Nein, bin ein nein, nein. Oh nein, nein. Ich mache bis zum Schluss mit. Wirklich? Jawohl, jawohl. Ganz standhaft? Und ganz standhaft. Es ist wunderbar, es ist herrlich und es waren so liebe Menschen und wir haben uns so wunderbar unterhalten und ich lebe mit der Zeit. Ja? Ich erzähle ganz gerne mal von früher, wenn ich aufgefordert werde. Ja. Aber ich kann nicht anderen zumuten, wenn ich so meine Lebensgeschichte erzähle. Ich habe das früher erlebt und fand das furchtbar immer. Das und das aber, möchte ich anderen nicht zumuten. Ja, das ist aber fantastisch. Das, ja. Das hört, erlebt man ganz, ganz selten. Ja. Dass jemand sagt, ich habe es früher gehört und wollte es auch nicht. Und, nein, großartig. Ich habe genauso an der Bühne, ich war am Theater, ja. Da habe ich gesagt, ich höre auf, wenn ich noch gut bin. Ja. Ich möchte nicht nachher hören, na also jetzt können Sie aber endlich mal aufhören. Was haben Sie gemacht am Theater? Operettensängerin. Also richtig, richtig. Fledermaus und Fledermaus Gräfin Manica. War dann mein Motto für meinen Geburtstag. Ich habe dieses von dem Orlowski gewählt, ich lade gern mir Gäste ein. Ah, ja. Und unter diesem Motto haben wir auch viele Feste gefeiert. Hatten Sie auch Musik auf Ihrem Geburtstag? Ja, sicher, eine sicher. Kapelle. Und wunderbare Reden. Und meine Enkeltochter hat mir eine Rede gehalten. Also etwas Schönes, so etwas Wunderbares. Haben Sie auch noch getanzt? Nee, haben wir nicht. Das haben die Kinder gemacht. Ja. Wie kam das denn jetzt überhaupt dazu? Seit wann sind Sie Model? Durch meine Enkeltochter. Ja. Die hat so gejobbt ja. Als Model. Und da sagt sie eines Tages zu mir, ach Omi, komm doch mal mit. Da sind auch Ältere. Ja. Da war ich 89. Ich habe gesagt, also Birgit, das geht nicht. Ich kann doch nicht mit 89 Jahren noch Model sein. Ja. Naja, sagt sie, komm mal mit. Naja, ich bin hin und die sind gleich über mich hergefallen, haben mich fotografiert in allen Posen mit Gästen. Und 8 Tage später hatte ich eine Werbung. Was war das? Kekse aus Dänemark. Wirklich? Ja. Ja. Es war herrlich. Und das geht jetzt wirklich so weiter mit Werbung? Haben Sie noch mehr gemacht? Ja, ja, ja. Ich habe HSV gemacht, obgleich ich Bremen Werber bin. Habe ich auch eine Werbung Wie gemacht. Wie das denn? Ja, der Uwe Seeler hat gesprochen und er war ja. Noch einer und er war so ein Kindergeburtstag. Ja. Und dieser Junge bekam nun alle möglichen Geschenke. Es war alles nix. Und was die Oma geschenkt hat, war auch nix. Und dann stand da unterm Tisch noch so ein Karton. Ja. Und da sagt der Vater, mach den doch mal auf. Na, und da war die Kluft vom HSV drin. Das war's natürlich. Nicht? Das heißt, Sie haben auch ein Herz für den HSV. Oh. Sie sind natürlich Werder-Fan, oder? Es war eigentlich die Gage, die. Frau Hagenmeier, ich nehme an, dass nach Ihrem Auftritt heute bei uns. Ja? Ja, dass nach Ihrem Auftritt sich die Werbung die Finger lecken wird, mit Ihnen Spots zu drehen. Denn das sage ich wirklich nicht nur aus höflicher Weise, kein Mensch glaubt, dass Sie 90 Jahre alt sind, wenn man Sie so sieht und wenn man Sie vor allem hört und erlebt. Ja, Sie werden lachen, ich glaube es auch nicht. Ja, das war ein großartiger Eindruck. Ja. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön, gute Nacht.